Die Geschichte des Elderstabs und all seiner Besitzer. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werde ich über eines der drei Heiligtümer des Todes sprechen. Das wohl wichtigste der Heiligtümer des Todes, zumindest im Hinblick auf die Harry Potter Geschichte. Ich spreche natürlich über den Elderstab. Der Elderstab ist unbestreitbar der mächtigste Zauberstab im Harry Potter Universum. Er war das erste Heiligtum, das vom Tod selbst erschaffen wurde, und kein anderer Zauberstab ist ihm ebenbürtig. Der Elderstab ist aus Holunderholz gefertigt und sein Kern besteht aus dem Schwanzhaar eines Zestrals. Er ist 15 Zoll lang und hat über seine gesamte Länge Schnitzereien, die an Holunderbeeren erinnern. Mit dem Elderstab können Hexen und Zauberer mühelos sehr mächtige Magie erzeugen, von der andere Zauberer nur träumen können. Der Besitz des Zauberstabs bedeutete auch, dass man Magie erzeugen konnte, die sonst nicht möglich war, wie zum Beispiel das Reparieren anderer Zauberstäbe, etwas, was normalerweise nicht durch Magie erreicht werden kann. Der Elderstab, der zu den Heiligtümern des Todes gehört, wird gemeinhin mit der Geschichte der drei Brüder Antioch, Cadmus und Ignotus zugeordnet. Die drei Brüder waren alle Mitglieder der berühmten Familie Peveril. Die Handlung dreht sich um die drei Zaubererbrüder und ihre Fähigkeit, den Tod für kurze Zeit zu überlisten. Nach dem Sieg über den Tod sagte eine Personifikation des Todes unter dem Vorwand, ihnen zu gratulieren, jedem der Brüder, dass er ihnen ein Geschenk ihrer Wahl machen würde. Der älteste Bruder, ein kämpferischer, starker Mann, bat um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle anderen, die es jemals gab. Der Tod erfüllte seinen Wunsch und formte den Elderstab aus einem Zweig eines Elderbaumes, der am Ufer des Flusses stand. Der zweite Bruder, ein arroganter Mann, beschloss, den Tod weiter zu demütigen und bat um die Macht, verstorbene Menschen aus dem Grab zurückzuholen. Der Tod erfüllte seinen Wunsch und fertigte den Stein der Auferstehung aus einem Stein vom Flussufer an. Der dritte und jüngste Bruder, der bescheidenste und weiseste war, traute dem Tod nicht und bat um etwas, das es ihm ermöglichen würde, weiterzugehen, ohne dass der Tod ihm folgen würde. Der Tod übergab ihm widerwillig einen Teil seines eigenen Tarnumhangs. Die drei Brüder nahmen ihre Preise und gingen bald daraufhin getrennte Wege. Und so wurden die drei Heiligtümer des Todes geboren. Doch dies war nicht das letzte Mal, dass der Tod und die drei Brüder aufeinandertreffen würden. Jeder Bruder verlor unter seinen eigenen Umständen schließlich sein Leben und begegnete dem Tod ein weiteres Mal. Der älteste Bruder reiste in ein Dorf, in dem ein Zauberer lebte, mit dem er sich einst zerstritten hatte. Er suchte einen Zweikampf und bekämpfte den Zauberer mit seinem Zauberstab, wobei er ihn auf der Stelle tötete. Nachdem er seinen Feind tot am Boden liegen gelassen hatte, ging der älteste Bruder zu einem Gasthaus in der Nähe des Ortes des Duells und verbrachte dort die Nacht. Wegen seiner Macht des Elderstabes prahlte der älteste Bruder mit diesem vom Tod geschenkten Stab und seiner eigenen Unbesiegbarkeit. Noch in derselben Nacht verwandelte sich der Tod in einen mörderischen Zauberer. Der unbekannte mörderische Zauberer schlich in das Gasthaus, als der älteste Bruder schlief, betrunken vom Wein. Der Zauberer schlitzte dem ältesten Bruder die Kehle auf und stahl den Zauberstab. Da holte der Tod den ersten Bruder zu sich. Der älteste Bruder Antioch starb also und der Tod in Gestalt eines mörderischen Zauberers stahl den Zauberstab zurück. Wir wissen, dass Dumbledore später in den Besitz des Elderstabs kommt, denn er spielt eine wichtige Rolle in der Harry Potter Geschichte. In diesem Video möchte ich jedoch die Lücken füllen und erörtern, wer den Elderstab vor Dumbledore im Laufe der Geschichte besaß. Wer waren die Besitzer des Elderstabs und was haben sie mit ihm getan? Also, Antioch Peveril war der erste Besitzer, aber eine Sache, die ich tatsächlich für erwähnenswert halte, ist, dass Albus Dumbledore eigentlich niemals geglaubt hat, dass der Zauberstab tatsächlich vom Tod selber gemacht wurde. Dumbledore ging eigentlich immer davon aus, dass der Zauberstab vom ältesten der Peveril-Brüder, also Antioch, selbst gemacht wurde. Doch unabhängig davon, wer den sagenumwobenen Zauberstab erschaffen hat, bleibt die Tatsache bestehen, dass Antioch getötet wurde und der Zauberstab nicht mehr ihm gehörte. Wohin ging der Zauberstab also als nächstes? Nach Antiochs Tod wurde der Zauberstab von Zauberer zu Zauberer weitergereicht, meist mit viel Gewalt, was leider dazu führte, dass der Zauberstab verschiedene Namen trug, zum Beispiel Todesstab und Stab des Schicksals. Lovegood erwähnte mal die blutige Spur des Elderstabs und genau diese wird hier beschrieben. Der erste offiziell bekannte historische Besitzer des Elderstabs ist ein Zauberer, der den Namen Emmerich der Böse trug.
Der Zauberstab kann aber auch in den Händen anderer Zauberer gewesen sein, vor Emmerich und nach Antioch. Emmerich ist der erste Zauberer, der ihn nachweislich besessen hat. Emmerich wurde als ein kurzlebiger und außergewöhnlicher, aggressiver Zauberer beschrieben, der den Süden Englands im frühen Mittelalter terrorisierte. Es wurde behauptet, dass Emmerich schließlich starb, nachdem er einen Zweikampf gegen den rivalisierenden Zauberer Egbert den Unerhörten verloren hatte. Egbert der Unerhörte wurde natürlich der neue Meister des Elderstabs, nachdem er Emmerich den Bösen, seinen vorherigen Besitzer, im Zweikampf tötete. Es wird angenommen, dass der Zauberstab weitergegeben wird, indem man den Vorbesitzer auf irgendeine Weise besiegt. Früher dachte man, dass ein Mord notwendig sei. Dies wurde später widerlegt, da in einigen Fällen die Entwaffnung des aktuellen Besitzers ausgereicht hat. Niemand weiß, was mit Egbert geschah, nachdem er Emmerich den Bösen besiegt hatte, oder wie lange er den Zauberstab wirklich besaß. Der nächste bekannte Besitzer des Zauberstabs kam etwa ein Jahrhundert später. Der nächste bekannte Besitzer des Elderstabs war ein Zauberer namens Gudelot. Gudelot war der Zauberer, der das berühmte Lehrbuch der dunklen Magie Gar böse Zauberei geschrieben hat. Ein Buch mit Informativen über dunkle Magie einschließlich Horcruxen bekannte Zauberei. Gudelot benutzte den Elderstab, um die Grenzen der Magie zu erweitern und betrachtete ihn sogar als seinen Lehrer. Er erlaubte dem Zauberstab, ihm beim Schreiben des Buches zu helfen. Gudelot wurde von seinem eigenen Sohn getötet, der ihn in den Keller sperrte, um in den Besitz des Zauberstabs zu gelangen. Der nächste Besitzer war ein Zauberer namens Harrowart, der natürlich Godelots Sohn war. Über Harrowart ist wenig bekannt, aber wir wissen, dass er den Zauberstab schließlich verlor, als er an einen neuen Besitzer überging. Der nächste bekannte Meister des Elderstabs war ein Zauberer namens Barnabas Deverell. Im frühen 18. Jahrhundert erwarb sich Deverell durch die Verwendung des Zauberstabs einen guten Ruf als furchterregender Hexmeister. Also ob der Ruf jetzt gut war, weiß ich jetzt nicht. Deverell nutzte den Zauberstab sicherlich nicht zum Guten und schließlich endete seine Schreckensherrschaft, als er von einem rivalisierenden Zauberer besiegt wurde. Der nächste Besitzer des Elderstabs, der Zauberer, der Deverell besiegte, war ein Mann mit dem Namen Loxias. Loxias ist der Mann, der dem Elderstab den Namen Todesstab gab und viele Menschen mit Hilfe des Zauberstabs rücksichtslos ermordete. Loxias war ein wahrhaft böser, dunkler Zauberer, den viele tot sehen wollten, und laut Dumbledore haben viele behauptet, dass sie es waren, die ihn umgebracht haben. Sogar seine eigene Mutter behauptete dies. Da niemand wirklich wusste, wer ihn getötet hat, ist dieser Punkt der Geschichte ein sehr fragwürdiger Punkt, da niemand wirklich wusste, wer der nächste Besitzer des Zauberstabs wurde. Allerdings geht aus Xenophilius Lovegoods Verständnis der Geschichte heraus, dass er glaubte, dass es einer von zwei Zauberern war. Arcus oder Livius? Zwei Zauberer, über die wir nicht sehr viel wissen. Nach diesem Punkt in der Geschichte sind die Dinge ein wenig verschwommen. Der nächste bekannte Besitzer des Zauberstabs war der Zauberstabmacher Mykro Grigorowitsch, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast. Und genau dies ist der Punkt, an dem die Geschichte des Zauberstabs vertrautes Terrain betritt. Denn nachdem Mykro Grigorowitsch in den Besitz des Zauberstabs gelangte, prahlte er damit, um für sein Geschäft zu werben. Der Zauberstab wurde dann von keinem Geringeren als Gellert Grindelwald gestohlen. Ein Mann, von dem ihr wahrscheinlich schon einmal gehört habt. Grindelwald besaß den Elderstab viele Jahre lang und benutzte ihn, um die Zaubererwelt zu tyrannisieren. Als er jedoch 1945 schließlich von Albus Dumbledore besiegt wurde, wurde Dumbledore der neue Besitzer des Zauberstabs und er behielt ihn eine ganze Zeit lang. Der nächste Besitzer des Zauberstabs war Draco Malfoy, der während der Schlacht am Astronomieturm Dumbledore entwaffnete. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, dass er der rechtmäßige Besitzer des Zauberstabs geworden war, zumal Snape derjenige war, der Dumbledores Leben endgültig beendet hatte. Alle dachten bisher, dass eine Niederlage nötig war, damit der Zauberstab den Besitzer wechselte. Doch Draco Malfoy war der neue Besitzer des Zauberstabs allein durch die Entwaffnung von Dumbledore. Daraufhin wird Harry Potter der nächste und endgültige Besitzer des Elderstabs, fast ein Jahr nachdem Draco sein Besitzer geworden ist. Er kam in seinen Besitz, nachdem er Draco auf dem Anwesen der Malfoys entwaffnete. Kurz nachdem Harry der neue Besitzer des Zauberstabs geworden ist, beendet er jedoch die blutige Spur des Elderstabs, indem er ihn beseitigte oder, wie in der Buchversion, ins Grab zurücklegte. Und das war's mit diesem Video und der blutigen Geschichte des Elderstabs. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Falls du Fragen hast oder dir etwas aufgefallen ist, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.